gemacht sein. Psst. Was dauert das denn so lange? Ich kann so laut Druck kollegen. Mir wäre das Ding schon dreimal offen. So ist es, Bochum. Nein! Da drin befinden sich nicht nur die Mitglieder der Schlepperbande, sondern auch über 100 unschuldige Menschen. Wir gehen rein. Sam. Kripo Essen! Der scheiße Mann, den Fuß nicht weg! Fuck. Scheiße! Die schönsten Märchen aus 1001 Nacht auf Arabisch. Wir sind verpfiffen worden. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Held, wir sind hier am Arsch der Welt. So liegen nun mal solche Orte, an denen mysteriöse Geschichten geschehen. Das ist bei Edgar Wallace auch immer so oder bei Agatha Christie. Ja, aber nach der Katastrophe von vorgestern habe ich wirklich überhaupt keinen Bock auf ein Teambuilding-Seminar. Mich kotzt es doch genauso an, dass wir diese Menschenschlepper-Drecksäcke nicht drangekriegt haben. Das ist ein mega Tritt in die Eier. Das wird den Kollegen aus Duisburg oder Essen ganz genauso gehen. Aber wir kommen aus der Nummer nicht raus. Dienstanweisung ist Dienstanweisung. Als wenn sie die sonst befolgen. Ich bin fassungslos, dass das Ministerium darauf besteht, dass wir an diesem Seminar teilnehmen. Nach der Klatsche, die wir da kassiert haben. Sehen Sie es doch mal so. Vielleicht ist das ja eine willkommene Ablenkung. Wir kriegen den Kopf ein bisschen frei. Und am Montag machen wir uns mit neuem Elan daran, diese Schweinebande auszuhebeln. Okay? Okay. Außerdem ist es doch auch ganz romantisch hier. Also, solche Orte lösen bei Ihnen also romantische Gefühle aus. Kommt ganz darauf an, mit wem man da ist. Sie tun schon wieder. Ich? Was? Sie flirten mit mir. Nee. Also, wenn jemand flirtet, ja, also dann doch wohl wir beide, oder? Ich bitte Sie, ist absurd. Oh, das Telefon. Herr Grün, schon ein paar Mal versucht, mich anzurufen. Ich kümmere mich ums Gepäck. Super Idee. Herr Grün. Sorry, aber wir sind hier wirklich am Ende der Welt. Das Netz ist totaler Mist hier. Ja, ich verstehe. Gut, ich begann bereits zu befürchten, Herr Held habe sich gänzlich verfahren. Ja, dem war auch so. Gibt's was Neues? Bedauerlicherweise nicht. Herr Kortatz vermochte alle am Zugriff beteiligten Beamten unserer Dienststelle zu überprüfen. Der Verräter muss bei den Kollegen der anderen Städte zu finden sein. Ich bin natürlich erstmal froh, dass keiner aus unserer Gruppe ist. Aber damit ist natürlich die Arbeit von einem halben Jahr mit einem Sprung für die Katz. Ja, das ist korrekt. Wir stehen wieder bei Null. Jedenfalls hoffe ich inständig, Sie mögen erfolgreich sein, auch ohne meine Anwesenheit. Herr Grün, glauben Sie mir, ich hätte nichts lieber getan, als Sie hierhin zu schicken. Aber die Einladung ging ganz explizit an Held und mich. Mir tut es sehr leid. Keine Sorge, das tangiert mich lediglich peripher. Allzu hoch sollte man so einen Incentive-Wettbewerb ohnehin nicht einschätzen. Also in diesem Sinne, auf Wiederhören, Frau Staatsanwältin. Bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen wird uns Ihr Kollege Held dort blamieren. Aber Sie haben doch eben gesagt, dass
der Wettbewerb sie nicht tangiert. Papalapap, pipalapup. So eine Anreizmaßnahme zur Verbesserung nordrhein-westfälischer Polizeiarbeit ist ein äußerst wichtiger Leistungsabgleich. Deutlich besser wäre es gewesen, ich wäre dorthin gefahren. Aber nein, aber nein. Ja schon, aber die Einladung ging doch an das Ermittlungsteam aus Polizei und Staatsanwaltschaft mit der höchsten Aufklärungsquote. Und Nikolas hat schon die meisten Fälle gelöst, ne? Da merkt man erneut, wie sehr Sie schon daran gewöhnt sind, sich von dem Kollegen Held die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das waren allesamt Teamleistungen. Lediglich von der Aktenlage her werden Sie Herrn Held zugesprochen. Stimmt eigentlich. Schließlich recherchiere ich dauernd für ihn. Sie haben recht. Ohne uns kommt er doch gar nicht klar. Wir müssen verhindern, dass Nikolas unseren Ruf ruiniert. Sehen Sie. Geht doch. Und jetzt verschaffen Sie uns Aufschluss über die Details dieses Wettbewerbs, ja? Sofort, Chef. Mann, was haben Sie denn da alles mitgenommen? Backsteine, Held. Das stand doch auf der Einladung, oder nicht? Jetzt jammern Sie nicht so rum. Ich meine, Sie machen nur sonst einen auf großen Macker und wir Frauen, wir verreisen nun mal nicht mit dem Tonbeutel. Los jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit den Backsteinen war gar kein Spruch. Komm her. Nein, Sie her. Doch, es ist alles gut. Ey, Bochum, war ja klar, dass die Frauen bei dir die Koffer selber tragen müssen. Ist das eine Schrottkarre da? Sowas war dir im Dienst? Der berühmte Essener Charme, darf ich vorstellen, die Kollegin. Hart, Kripo. Und wer Sie sind, muss ich mir gar nicht merken. Gewinn das Ding und dann bin ich ganz schnell wieder weg. Klar. Hauptkommissarin Hart, nun mäßigen Sie sich mal etwas, ja? Dr. Sebastian Pringel, Frau Bannenberg. Sehr, sehr angenehm. Es ist mir wirklich eine große Freude, die berühmte Kollegin aus Bochum endlich mal persönlich kennenzulernen. Dass bei Ihnen allerdings so viel Kompetenz mit so viel Schönheit gepaart ist? Also, das hätte ich nur wirklich nicht erwartet. Danke. Ja, und ich habe endlich mal ein Gesicht zu der sehr, sehr angenehmen Telefonstimme. Ja. Ah, und Sie müssen Kommissar Held sein. Von Ihnen habe ich auch viel gehört. Ah, wie schön auch ich bin. Typisch Duisburg. Mal wieder als Letztes. Schubert, Kripo Duisburg. Ah. Ist ja am Arsch der Welt hier. Und ich sag Ihnen gleich, nach dem Desaster vorgestern, wäre ich deutlich lieber in meiner Stammkneipe als hier. Ja, ich denke, das geht uns allen so. Ja, schließlich haben unsere drei Dienststellen in den vergangenen Monaten perfekt zusammengearbeitet und jetzt nicht nur diese Katastrophe. Zu einem Überfluss müssen wir auch unsere Zeit jetzt noch mit diesem Unfug hier verplempern. Naja, aber vielleicht mal zur Verteidigung des Innenministers. Der Termin für diese Veranstaltung, der war ja schon lange fix. Na und? Mein Ex-Freund hat mich auch 3 Monate vorher zu meiner Hochzeit eingeladen. Bin ich trotzdem nicht hingegangen. Ja, da gebe ich Ihnen natürlich absolut recht. Trotzdem kann ich Schubert verstehen, dass er seinen Unmut ertränken möchte. Auch wenn ich dafür eine Cocktailbar bevorzugen würde. Wo wäre jetzt Frau Winterbauer noch gleich? Ist krank, kommt nicht. Vor einer Stunde habe ich eine SMS bekommen. Oh, wie betrüblich. Na ja, dann müssen wir das hier vielleicht doch noch verschieben. Schließlich sind Sie klar im Nachteil. Ja, nee, so weit kommt's noch. Ich bin richtig aggro wegen diesem verkackten Einsatz. Außerdem würde ich dem Kollegen Held gerne mal in den Arsch treten. Wenn du deinen Fuß so weit hochbekommst. Bitte? Ich kann Jiu-Jitsu. Kostprobe? Der Hausherr bittet Sie hinein. Danke. Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Peter Kleine. Ich bin Ihr Spielleiter. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Ermittlerwettbewerb. Ja, Sie alle sind gut. Aber das Innenministerium möchte, dass Sie noch besser werden. Und Sie wollen es ja auch, sonst wären Sie ja nicht hier. Als hätten wir eine Wahl.
Nun, Sie sollten sich geschmeichelt fühlen, hier teilnehmen zu müssen. Schließlich sind Sie durch Ihre Auswahl für dieses Seminar jetzt schon kleine Champions. Manche kleiner als die anderen, nicht wahr, Essen? Was willst du damit sagen, worum? Vielleicht wird es hier ja doch noch ganz lustig. Jedenfalls, da Staatsanwältin Winterbauer krank ist, kann ich ja wohl nicht teilnehmen. Also, ich fahr dann mal wieder. Oh, nicht doch. So betrüblich Frau Winterbauers Abwesenheit ist, das Seminar wird problemlos stattfinden. Und Ihre Teilnahme ist leider obligatorisch. Sie haben dann später zwei Stimmen. Gibt's wenigstens was zu trinken? Ja, natürlich. Das ist der richtige Kampfgeist. Und jetzt lassen Sie mich meine beiden Helfer für diesen Wettstreit vorstellen. Unsere Köchin Natascha Meisterjahn und Butler Hackford. Super Kostüm. Sie sehen so ein bisschen aus wie der verrückte Kinski. Ja, das ist echt toll. Was kann man doch sagen? Ja. Scharf beobachtet, Kommissar Held. Unsere Competition lehnt sich in der Tat am Genre des klassischen Gruselkrimis an. So. Ja, dann versammeln wir uns bitte, alle umgezogen, in einer halben Stunde, hier. Ja. Womit habe ich das verdient? Das ist die Konkurrenz. Das ist schön. Da allerdings davon auszugehen ist, dass die kriminalistische Aufgabenstellung mit dem Personal des Seminarleiters zu tun haben wird, sollten wir diese ebenfalls identifizieren. Aber wie soll ich das anstellen? Und wie sollen wir überhaupt die Aufgabe herausbekommen? Sprechen Sie bedauerlicherweise die Wahrheit, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das, was dort vor sich geht, irgendwie mitzuhören. Gibt es? Wie bitte? Neulich bei der Undercover-Aktion. Da konnte Nikolas doch kein Mikro tragen. Sie spielen zweifelsohne auf die von der KTU in sein Mobiltelefon eingebaute Mithörfunktion an. Die dürfte mittlerweile allerdings gelöscht sein. Wetten, dass er das vergessen hat? Wir müssen die bloß wieder aktivieren. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Ohne entsprechenden Beschluss ein äußerst fragwürdiges Vorgehen. Ja, aber das Seminar ist doch ein offizieller Einsatz und Nikolas würde es genauso machen. Tja. Er ist noch drauf. Hm. Noch ein paar Klicks und wir sind mitten im Spiel. Ja, wir geben quasi Rückendeckung an. Nun, wenn man es so betrachtet. Der ehemalige Besitzer des Schlosses wollte das Gebäude in ein Wellness-Hotel umbauen. Schloss? Wer will in so einem hässlichen Kasten Urlaub machen? Leider hat ihn ein massiver Wasserschaden in den Bankrott getrieben. Ah, ich ahne es. Der Besitzer hat sie umgebracht und jetzt spukt er hier als Geist herum. Hm? Was? Soweit ich informiert bin, hat er sich vor seinen Gläubigern abgesetzt. Ach so, dann ist es eine echte Story. Hier wären wir. Leider sind nicht alle Gemächer bewohnbar. Daher muss ich höflichst versuchen, dass sich zwei der Herrschaften einen Raum teilen. Ja gut, hier, dann pufen wir zwei zusammen. Das ist eine tolle Idee. Aber ich schnarch ganz fies. Ich möchte Ihnen das wirklich nicht zumuten. Du kommst doch nur nicht mit so viel geballter Frauenpower klar. Ja, das ist der eigentliche Grund. Sorry. Okay, tschüss. Gruseleffekt. Haben Sie extra was abgeschraubt, was? Mein Herr, das Scharnier ist einfach nur alt. Es müsste wohl meiner Reparatur unterzogen werden. Kann es sein, dass Sie zur Vorbereitung ein paar Filme zu viel gesehen haben, Herr Held? So, wo ist denn jetzt das nächste Kackzimmer? Bitte rechts entlang. Meine Herren, bitte folgen Sie mir. Die letzten beiden Räume links sind dann Ihre. Ich gleich auch. Das heißt dann wohl, dass wir beide Zimmergenossen sind. Der Schließmechanismus ist leider leicht defekt. Sie müssen die Klinke hochdrücken, dabei leicht rausziehen. Soll ich? Nee. Schon ganz andere Schließmechanismen aufgekriegt. Klemmt. Wohl doch eher etwas für Feinmotoriker. Ah, Sie haben sich offenbar für die
Nee, von einem exquisiten türkischen Modehändler. Alter, ich hab gesagt, Rick aus Casablanca und nicht Rick Astley. Ey, was anderes ging auf die Schnelle nicht. Willst du es jetzt oder nicht? Jedenfalls sehen Sie eher aus wie aus einer Folge Traumschiff als aus einem alten Krimi. Meinen Sie, es gibt einen Kapitänstisch? Hm? Ja, wenn dann wohl nicht. Für Sie. Sagen Sie, diese Frau Bannenberg, die ist ja wirklich eine atemberaubende Frau. Ist sie eigentlich liiert? Gerade verwitwet. Sehr, sehr traurige Geschichte. Geradezu traumatisierend. Also ich glaube nicht, dass sie eine Partnerschaft sucht. Das Leben muss weitergehen, nicht? Ich hatte ja wirklich das Gefühl, dass wir im Zuge dieser Ermittlungen wegen des Menschenhandels extrem gut zusammengetickt haben. Außerdem ist sie alleinerziehend. Enorm anstrengende Tochter. Ah, ich liebe Kinder. Oh ja, da muss ich noch mal ran. Ich glaube nicht, dass es nötig ist bei Ihrem Bartwuchs. Ja, bei Ihnen hingegen schon, nicht? Aber wahrscheinlich steht bei Ihnen Gesichtspflege an gleicher Stelle wie Ihre Schuhpflege, nicht? Offenbar ist Nikolaus Held hier an ihm ebenbürtiges Alpha-Männchen geraten. Ziehst du in den Krieg essen? Das hier ist Krieg, Zorro. Also, ich finde Camouflage ja sexy. Ach, Sie haben noch einen zweiten Kollegen. Ein Heinrich-Pilz bitte, Herr Ober. Ja, sehr amüsant, Held. Mhm. Ja. Entschuldigen Sie bitte die leichte Verspätung. Meine Schuhe sind kurzfristig abhanden gekommen. Offenbar hat Herr Held sie unter der Matratze versteckt. Puh, Fürsorge. Spinnen treiben in diesen alten Gemäulen ihr Unwesen. Ich wollte nicht, dass sie sich in ihren teuren Tretern einnisten. This is a man's world. Wow. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Frau Kollegin, was für ein atemberaubender Anblick. Also, alleine dafür hat sich dieser Tag ja schon mehr als gelohnt. Dankeschön. Ja, vielleicht könnten wir die Gelegenheit ja nutzen, um uns mal über das Fiasko von vorgestern auszutauschen. Ja. Das ist ja wirklich unfassbar, das Ganze. Ne? Wir hatten den Ort, die Zeit, die Beteiligten. Wie konnten sie bloß gewarnt werden? Wissen Sie was? Am besten, wir besprechen das einfach mal unter vier Augen, wir beiden. Vielleicht bei einem Schlummertrunk? Frau Bannenberg und ich, wir trinken nicht im Dienst. Ihr Bier. Warum eigentlich nicht? Es ist angerichtet. Baron von Prosnitz, bitte zu Tisch. Prosnitz, wird ja mal rar. Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Seien Sie nicht schüchtern, treten Sie heran. Finden Sie Ihre Tischkärtchen. Ihr Bier. Nehmen Sie Platz. Ah, na Mensch, das passt ja. Sie sitzen ganz hinten. Verehrte Herrschaften, ich begrüße Sie als Maximilian 11. Baron von Protznitz. Herzlich willkommen nochmals in meinem bescheidenen Heim. Stoßen wir an auf ein wundervolles Verbrechen. Held, sind Sie irre, was denn in Sie gefahren? Wieso? In solchen Geschichten sind die Drinks doch immer vergiftet. Also, hier nicht. Sie nehmen die Sache vielleicht ein kleines bisschen zu ernst, lieber Herr Held. Na Mensch, da haben Sie einen ganz schönen Heißsporn an Ihrer Seite. Loser. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Appetit. Geil. Boah, ich hab mega Kohldampf. Ja, das habe ich mir auch verdient nach so einer Weltreise. Na dann. Ja! Oh.
Also bei einer Dinner-Einladung eines Barons hätte ich mir schon ein exzellenteres Menü vorgestellt, aber gut. Wieso? Ist doch super. Verehrte Herrschaften, sehr bald wird ein krimineller Akt geschehen. Hier im Stammsitz meiner Ahnen sind Hinweise auf Motiv und Täter zu finden. Sie haben 24 Stunden Zeit. Jedes Team hat 2 Versuche, die Lösung hier laut zu formulieren. Zudem ein Hinweis als besorgter Hausherr. Das Schloss ist aus dem 15. Jahrhundert. Teile der Katakomben sind unglücklicherweise einsturzgefährdet. Vom Betreten ist dringlich abzuraten. Wenn das Gebäude schon so wahnsinnig alt ist, sind Sie sich sicher, dass dann die anderen Räume wirklich auch in Ordnung sind? Selbstverständlich, meine Liebe. Und da ausschließlich Ihre detektivischen Fähigkeiten gefragt sind, bitte ich um Abgabe aller Handys sowie der Autoschlüssel. Klar. Nicht, dass jemand in Versuchung gerät, ein Funkgerät zwecks Zuhilfenahme zu benutzen. Ja, klar. Ja. Außerdem werden wir uns erlauben, Ihre Fahrzeuge umzuparken. Ach, und außerdem, ich bitte noch um Ihre Dienstwaffen. Was? Nur über meine Leiche. Meine Knarre kriegen Sie nicht. Das tut mir leid, aber ich muss aus versicherungstechnischen Gründen darauf bestehen. Nicht, dass im Eifer des Gefechts noch was passiert. Na komm schon, essen. In ein paar Stunden seid ihr zwei doch wieder vereint. Na, na, na. Das war doch noch nicht alles. Ich weiß nicht, was du meinst. Frau Hart, dann machen Sie schon. Ach, so eine ähnliche hatte ich auch mal. Das ist ein schönes Modell. Liegt gut in der Hand. Der Kartoffelsalat ist echt. Das war's dann wohl. Ganz im Gegenteil. Über alle relevanten Informationen verfügen wir doch nun. Ein Butler, eine Köchin und der Baron von Protznitz. Kombinatorischer Scharfsinn wird uns zu des Rätsels Lösung führen. Besorgen Sie alle notwendigen Daten, diese Personen betreffend. Ich dachte, wir machen die Arbeit zusammen. So soll es auch geschehen. Ich ziehe mich lediglich zurück, um besser denken zu können. Auf, auf, auf! Ja. Oh, Menno! Jetzt, wo wir alles geklärt haben, mögen die Spiele beginnen! Stromausfall? Oh! Hey, Kripo essen! Keiner bewegt sich! Das sah jetzt aber ganz schön echt aus. Hey, komm. Wer mich antatscht, der kriegt Saures. Oh! Du hast mich gehauen. Sorry, das war ein Reflex. Der tote kleine Adlige hat sich verdünnisiert. Was zur Hölle ist hier los? Na, also das ist schon mal Ketchup. Also ist der Fall ein entführter Baron. Oder doch Mord. Vielleicht steht das in dem Brief da. Ups, da hat jemand gar nicht auf die Fingerabdrücke geachtet. Also gut. Wir haben Baron von Protznitz in unserer Gewalt. Wir fordern 1 Million Goldtaler für den bewaffneten antikapitalistischen Kampf. Die Vertreter des geknechteten Volkes. Na dann, ja, ist ja alles klar. Punkt für Duisburg. Die Lösung lautet wie folgt. Irgendwelche Politspinner, ja, haben unseren Adligen in der Gewalt und fordern Lösegeld für ihre wirren
Revolutionsträumer. Okay, aber genau das steht ja in diesem Brief. Das ist falsch. Ihr erster Versuch ist damit aufgebraucht, Herr Schubert. War vielleicht auch ein bisschen albern, ne? Ja. Du hast recht, war albern. Ja, so albern auch nicht. Aha. Anscheinend kann der Herr Baron alles hören, was in diesem Raum gesprochen wird. Und jetzt? Na, das Haus nach Hinweisen absuchen. Herrschaften, hallo. Entschuldigung, ich weiß, wir sind Konkurrenten, aber wir sollten uns aufteilen. Wir sollten Informationen untereinander austauschen. Ich meine, wir wollen hier alle schließlich schnell fertig werden. Ausgezeichneter Vorschlag, nicht wahr? Frau Hart! Ja, ganz toll. Okay, dann reden wir mit der Köchin. Nee, mein Lieber. Die kam mir gleich komisch vor. Die übernehmen wir. Kommen Sie. Gut, also wenn das der Wunsch von Frau Hart ist, dann... Ich übernehme den Keller. Ja. Wieso überlassen Sie dem denn unsere heißeste Spur? Mann, Sie sind doch mit mir in einem Team und nicht mit diesem Lackaffen. Ach, sind Sie etwa eifersüchtig? Quatsch. Mir geht es hier einzig und allein um den Ruf von Bochum. Mhm. Na, dann übernehmen wir beide jetzt den Butler. Los. Tut mir leid, ich habe Pause. Rein gar nichts von den Vorkommnissen im Salon mitbekommen. Hm. Mal ehrlich, wie lange sind Sie schon mal kleiner? Für den Baron. Ich bin seit meiner frühesten Jugend bei seiner Lordschaft. Bullshit. Du bist überhaupt kein Vollblut-Butler. So wie du meine Knarre entladen hast, bist du geschult im Umgang mit Waffen. Held hat recht. Außerdem haben sie mal von links, also von der falschen Seite, eingeschenkt. Also, was bist du? Fremdenlegionär, Auftragskiller, langhaariger Bombenleger, ohne lange Haare? Oder haben sie einfach nur den Part übernommen, den normalerweise der Gärtner hat? Sind sie der Mörder? Scheiße, ey. Das hat nichts mit meiner Rolle zu tun. Und auch keine Relevanz für den Fall. Bitte, ey, können Sie das nicht einfach vergessen? Nicht, dass ich nie wieder bei meinem Kleinen arbeite? Glauben wir ihm? Ja? Ja. Also gut, wir halten dicht. Ihren Hinweis haben die Herrschaften erhalten. Ich muss mich nur meinen Pflichten zuwenden. Ja, das nennt man dann wohl eine ungeplante Fehlspur, ne? Das mit der Waffe war ein Test. Ist das ein Lob? Oh, vielleicht so ein klitzeklitzekleines. Hm. Sie waren aber auch nicht schlecht, also. Die Sache mit dem Einschütten von der falschen Seite. Jeder, was er kann. Sie Schusswaffen und ich im Tischmanieren. Na ja, also, ich finde, so ein paar Sachen können wir schon auch ganz gut zusammen, nicht wahr? Ja, dann jetzt mal weiter im Text, ja? Ja, klar. Bonbons? Mega Mini-Bonchis. Ah. Das ist lustig, weil ich habe genau die gleichen Laute, weil. Naja, das kann ich doch jetzt nicht umkommen lassen. Außerdem sind die voller Vitamine. Sagt die Werbung. Wenn die Werbung das sagt. Mhm. Held! Schauen Sie mal! Ihnen? Ich dachte, Sie stehen auf dem Fatzke aus Essen. Nein, Mensch, da. Ein Hinweis. Wow, dickes Ding. Sie sind ja eine lebendige Kartoffelkanone. Kollegen, was ist denn hier bitte schön los? Die da wollte mir an die Wäsche. Quatsch! Um sie zu durchsuchen. So eine Küche ist doch voll von Tatwerkzeugen. Ich war die ganze Zeit hier und habe Nachtisch gemacht. Und wo kommt dann das Ketchup her? Ich muss damit beim Koch in Berührung gekommen sein. Ja, nur das Ketchup
im Rezept Würstchen mit Kartoffelsalat nicht vorkommt. Also, wenn ich das Spiel richtig verstehe, steht Ketchup für Blut? Richtig. Herr Kollege, was machen Sie denn da jetzt bitte? Ja, anders als Herr Held, der sich mit Kartoffeln beschäftigt, suche ich nach Hinweisen. Anleihen! Ich hab was gefunden! Hallo! Sehen Sie mal, was im Keller lag. Wieder Ketchup. Dann ist das die Tatwaffe. Ja. In Duisburg achtet man anscheinend ein bisschen mehr auf Fingerabdrücke als bei euch in Essen. Was? Was willst du denn jetzt damit anstellen, Bochum? Hm? Hast du dein Mini-KTU-Labor dabei? Die Herrschaften? Ich habe ebenfalls etwas gefunden. Ach, sagen Sie bloß, im Altpapier. Ganz genau. Er hält einen Brief. Adressiert an Moritz Hackford von seinem Strafrechtspfleger. Unser Butler ist nämlich in Wahrheit ein Ex-Häftling wegen schwerer Körperverletzung auf Bewährung. Ich hab die Lösung! Hallo? Hört ihr schwer? Los, ab mit euch in den Speisesaal! Oh, mein Fuß! So, alle da? Ich bin Kommissarin Katrin Hart und ich weiß die Lösung. Will es vielleicht erst mal vorbesprechen? Oh, du bist mal schön festgenommen, mein Freund. Sie reagieren hier wieder mal absolut über. Ich krieg echt zu wenig Geld für sowas. Dieser Butler ist ein Ex-Knacki. Das hat er seinem adligen Chef aber nicht verraten. Der feine Pinkel ist trotzdem draufgekommen und daraufhin hat dieser Pinguin ihn umgehauen und es wie eine Entführung aussehen lassen. Och, Mann, Essen. Mann, der schöne Pudding. Diese Theorie ist falsch. Team Essen hat damit bloß noch einen Versuch. Dabei haben einige von ihnen bereits die entscheidenden Hinweise entdeckt. Scheiße. Naja, nun, so scheiße war die Idee nicht. Doch, war schon scheiße. Könnte mir vielleicht jemand erklären, woher Kleine weiß, dass einige von uns schon die entscheidenden Hinweise entdeckt haben? Hm? Da! Eine Kamera. Da. Wahrscheinlich hat er überall im Haus welche versteckt. So eine Sauerei. Wieso? Ich weiß, Sie haben keine Schamgrenze, Frau Hart. Aber wenn die auch in den Gästezimmern hängen, dann ist es eine absolute Verletzung der Privatsphäre. Haben Sie was, wofür Sie sich schämen, Herr Doktor? Vielleicht einen kleinen Pringel? Apropos, wo wir gerade beim Thema sind, wo sind denn eigentlich die Würstchen hin? Ja? Der Wein ist auch weg. Da waren noch zwei Flaschen, Herr Hackford. Ich habe nichts abgeräumt. Anscheinend haben sich einige der Herrschaften bedient. Komm, gib's doch zu, Bochum. Du hast die Dinger doch aufgefressen. Schön wär's. Naja, ist jetzt sowieso egal. Brauch noch einen letzten Drink. Hab jetzt keine Lust mehr. Erst der verpatzte Schleppereinsatz und dann dieser nicht enden wollende Nonsens. Ja, Kollegen, ich denke auch, für uns alle war das ein sehr langer und auch anstrengender Tag. Vielleicht sollten wir uns wirklich ausruhen und morgen frisch weitermachen. Mhm. Also, ich bin noch topfit. Ich bin fitter. Frau Bannberg hat recht. Wir müssen ohnehin hier bleiben, dann starten wir morgen früh mit frischem Geist wieder ein. So, und jetzt checken wir erstmal, wo dieser Spinner Kleine noch überall seine Kameras aufgehangen hat. So, kommen Sie. Auf, auf! Können wir morgen machen mit den Kameras? Auf keinen Fall. So ein Unfug. Ich befinde mich in einem Zustand allerhöchster Kontemplation und Konzentration. Um was handelt es sich? Hier, die beiden Angestellten. Die heißen wirklich Moritz Hackford und Natascha Meisterjahn. Allerdings sind sie weder Butler noch Köchin. Was ja zu erwarten war. Ex-Unteroffizier bei der Bundeswehr, heute Barkeeper, arbeitet gelegentlich als Kleindarsteller. Ja, er wurde schon mehrfach von Kleinen engagiert, genauso wie die Meisterjahn. Die arbeitet allerdings als Kellnerin in einem Dinnertheater. Also die veranstalten da so Essen mit Theatervorführungen. Kleine bucht die beiden regelmäßig. Herr Kleine führt sein Dinner mit Verbrechen demnach häufiger auf und
folgt dabei, so wie es aussieht, einem immer gleichen Drehbuch. Ich überprüfe jetzt weiter die Kollegen aus Essen und Duisburg und die technischen Gegebenheiten des Landgasthofes, yes? Nun machen Sie doch mal Feierabend, Herr Kotatschmo. Ist doch auch noch ein Tag. Also hier ist nichts. Die Zimmer sind sauber. Die Küche ist genauso verwanzt wie der Speisesaal. Und es gibt Kameras. Im Eingangsbereich, im Flur und in allen Gesellschaftsräumen. Ja, dann solltest du aufpassen, dass du heute Nacht nicht nackt schlafwandelst. Was essen? Wieso? Hast du Angst, dir könnte gefallen, was du siehst? Bochum? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, dann, Nacht, Hart. Nacht, Schubi. Nacht. Ja, ich werde dann morgen mit dem Herrn Baron mal ein Gespräch über Privatsphäre führen. Hm. Apropos, wir zwei sollten dann auch mal. Nach Ihnen. Frau Kollegin, hätten Sie denn jetzt noch Interesse an unserem Schlummertrunk? Dann können wir uns ganz gemütlich über den Schlepperbandeneinsatz austauschen ein bisschen. Es ist ganz lieb, dass Sie fragen. Ich bin wirklich todmüde. Ein andermal vielleicht, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Oh, ja, da nehme ich Sie aber beim Wort. Gute Nacht. Gute Nacht. Also dann, gute Nacht, Held. Nacht, Frau Bannenberg. Du simulierst doch nur, hm? Das hat mein Ex-Freund auch immer versucht. Aber ich durchschaue euch Kerle. Ich weiß, dass du mich willst. Und es ist okay. Keine Angst. Und jetzt zeig mir mal, was du für ein Kaliber bist. Kleinkaliber! Absolutes Kleinkaliber! Warum? Was machst denn du hier? Ich muss mich im Zimmer gehört haben. Sinn, wo ist Schubert? Ja, natürlich.
Was ist denn? Ach, ich wollte mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Suchen Sie jemanden bestimmt? Bringer ist nicht mehr in seinem Zimmer. Nein. Und da haben Sie gedacht, Sie suchen den mal hier bei mir im Zimmer? Ich dachte nur, vielleicht belästigt er Sie. Der will Ihnen die Wäsche. Und das würde ihm was ausmachen? Nee, natürlich nicht. Also, ehrlich gesagt, das würde mir schon was ausmachen. Du hast gar nicht geschlafen, oder? Du hast auf jemanden gewartet. Wie kommst du denn darauf? Die Kerze? Das Parfum? Du bist aber ein verdammt kluger Detektiv. Inspektor. Wir haben hier nichts zu suchen.